Ein herzliches Willkommen zurück in Radiant City. Ja, ich stehe hier, denn wir waren im Nether, wir haben einiges an Zeug gesammelt. Dummerweise, ja, habe ich die Aufnahme verbockt, ich habe keinen Ton aufgenommen. Und deswegen ist die jetzt futsch, also ja, es ist viel passiert. Der Herr Haus hat ordentlich gearbeitet. Da ist schon einiges passiert gewesen. Wir haben Schafe geschoren, wir haben Holz geholt und wir waren im Nether. Das ist alles weg. Naja, war jetzt nicht so aufregend, aber naja. Das ist blöd. Das ist so richtig ärgerlich irgendwie. Naja, wir machen jetzt weiter. Und zwar gehen wir jetzt erstmal in die Brennerei. Den ganzen Netherstein wegbringen. Gucken. Na. Es ruckelt natürlich. Und ich würde dann ganz gerne schon mal Quarz in den Ofen machen. Da haben wir nun auch ein bisschen was gefunden. Halt, das bleibt da. Mehr muss hier gar nicht bleiben. Ach ja, Magma-Creme habe ich, genau. Die hatte ich ja auch bekommen. Ja, so. Und da ist noch Stein drin. Nehmen wir erstmal raus. Warum kann ich das nicht in den Ofen packen? Komisch. Hä? Okay. Ach, man braucht das gar nicht brennen? Ich dachte, man muss das brennen. Das ist ja viel besser. Okay, gut. Ja, wieder was gelernt. Netherquarz braucht nicht gebrannt werden. So, dann machen wir halt ein bisschen Stein. Brauchen wir ja sowieso. Das nehmen wir jetzt alles dann mit ins Lager. Das ist nur Pflasterstein da. Ein bisschen Stein würde ich noch mitnehmen. Dann können wir nämlich gleich an der Wollfabrik. So, jetzt habe ich es. An der Wollfabrik ein bisschen weitermachen. So. Wo ist eigentlich Flöckchen hin? Ich gleich mal suchen. Kann sein, dass ich die ans Tor gesetzt habe. Quarz lassen wir erstmal da. Das, was da reingeht. So. Das auch, das brauchen wir nicht, brauchen wir auch nicht. Feuerzeug kann dann auch erstmal hier bleiben. Das auch und den Rest nehmen wir dann erstmal mit. Mal gucken, wo die Katze ist. Okay. Weg. Die war doch eben gerade noch da. Ja, gehen wir mal eben schnell nach Hause. Ich hatte nämlich hier auch noch ein bisschen Stein reingemacht. Genau, das sollte erstmal reichen. Wo ist ein Fleckchen hin? Das ist ja echt merkwürdig. Weg. Die ist spurlos verschwunden. In die Brennerei habe ich sie ja nicht gesetzt, oder? Na. Nö.
Ist ja ein Ding. So, dann machen wir jetzt hier ein klein bisschen weiter. Oh, hier ist ein Huhn. Okay. So. Da hatten wir schon die Mauer hochgezogen. Hier muss das Ganze ein bisschen höher. Das machen wir dann aber später. Machen jetzt erstmal das Stück hier fertig. Na. So. Ja, und dann muss ich gleich nochmal, irgendwie müssen wir nochmal los und die Katze suchen. Jetzt müssen wir hier Vermisstenplakate aufhängen. Uiuiui, ist aber tief. Ah, da. Das ist schon wieder dunkel. Ist ja schlimm. Es geht ja so ruckzuck, ne? So ein Tag ist ja echt schnell um. So. Und der Rest hier wird um einiges höher. Aber da würde jetzt erstmal so eine, ja, so eine Dreierhöhe reicht auf jeden Fall aus. Dann können wir schon mal nachher die ersten Schafe eventuell hier mit hernehmen. Ein bisschen Zaun mitnehmen und die ersten Schafe. Na. Spät haben wir es denn? Na, fast Abend. Okay. Reicht noch für ein bisschen weitermachen, reicht's noch. Zack, zack. Ja. So. Au. Also ich glaube, hier war das 11 hoch. Ich bin mir aber gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. So. Naja, bald ins Bett. So, wir gucken jetzt gleich nochmal nach der Katze, wo die ist. Vielleicht hockt die auch im Lager auf dem Bett oder so. Das kann natürlich auch sein. Gehen wir mal eben schnell suchen. Na, lauf. Lauf. Mal schauen, wo die hin ist. Also am Netertor ist sie nicht mehr. Ja, auch nicht.
Nee. Das kann doch nicht sein, dass die Katze weg ist. Hallo, Katze. Flöckchen. Ah, so ein Ärger. Weg. Verschwunden. Na, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Hier ist auch nirgends. Nee. So. Gucken wir mal. Es ist ja echt blöd und traurig. Nimm jetzt mal die Angel mit. Flöckchen, Flöckchen. Hallo, haben Sie Flöckchen gesehen? Nein. Ah, Flöckchen. Ist die im Brunnen ertrunken? Nee. Flöckchen, wo bist du? Flöckchen? Flöckchen? Hm. Ja, die hat sich verabschiedet. Flöckchen? Flöckchen, Flöckchen. Bei den Schafen ist er auch nicht. Kein Flöckchen weit und breit. Das ist ja übel. Wir holen uns jetzt mal ein paar Fische noch. Dann gehen wir ins Tierheim und holen uns eine neue Katze. Komm, gib mir einen Fisch. Mal schnell. Ach, einen habe ich noch, glaube ich, im Kühlschrank. Huch. Also ich glaube, einer müsste noch im Kühlschrank liegen. Falls das hier nicht wird, dann brauchen wir nur einen Fisch. Na. Na los. Einen haben wir. Da haben wir den zweiten. Mal gucken, ob wir jetzt noch einen dritten kriegen. Nö. Das wird nichts, aber zwei reichen. Warum ist denn das so? Uch, komisch, dunkel. Uiuiui. Nur durcheinander gekommen gerade. So, dann gehen wir jetzt mal ins Tierheim. Und holen uns eine neue Babykatze. Da. Flöckchen ist ja nirgendwo. Und wenn Flöckchen wieder auftaucht, haben wir eben zwei Kätzchen. Dann hat sie einen Spielkameraden, das ist ja auch okay. Das ist echt... Katze weg. Von jetzt auf gleich weg. Puff. Es sind alle Tiere weg. Okay, die ganzen Hunde sind auch weg. Ja. Würde ich sagen, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ich gehe da rein. Machen wir das da. So, eine Babykatze haben wir wieder. Aber wo sind die ganzen Hunde hin? Das ist ja... Alle Hunde sind weg. Wer hat die entführt? Naja, okay. Wie nennen wir denn die kleine Katze? Hallo?
Kätzchen. Komm. Da dürft ihr euch diesmal einen Namen für aussuchen, für die Kleine. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wie die heißen soll. Miau. Okay, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Machen wir jetzt hier erstmal so ein bisschen Straße? Oder machen wir in der Fabrik weiter? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Straße. Ich weiß gar nicht, wo ich das ganze Zeug gelassen habe. Ich glaube, Scheren und so habe ich hier reingemacht, ja. Die hatte ich hier reingemacht. Ein bisschen Wolle können wir hier auch rausnehmen. Kätzchen. Kleines Ding. Ja, und dass die Hunde alle weg sind, ist natürlich blöd. Müssen wir dann nochmal, setzen wir einen Reporter drauf an. Soll da mal jemand so mal schauen, recherchieren, gucken, wo die Hunde geblieben sind. So. Gott, ist die klein, ey. Kätzchen, du bist klein. Wir müssen gleich nochmal ein Foto von dir machen. Die Stufe und so, ich weiß gar nicht, wo ich die hingelegt hatte. Ich glaube, irgendwo zu Hause liegen die. Ja. Wo habe ich denn hier überhaupt? Oben, glaube ich. Mein Büro habe ich eine Werkbank. Da. Dann machen wir nochmal schnell ein paar Stufen. Ja, komm. Und du bleibst auch da diesmal, ne? So. Na. Zack. Dann Schaufel. Da können wir eigentlich auch gleich ein Stück weitermachen. Das ist, glaube ich, das... Nee, hä? Hä? Das passt hier nicht. Warum passt das hier nicht? Zwei. Und dann müsste ich da auch zwei, aber dann komme ich hier nicht gerade. Und das ist doof. Ja, da müssen wir den Bauzaun ein Stückchen versetzen. Dann machen wir erstmal nur die Straße und noch gar nicht den Fußgängerweg. Dann geht das auch. Ja, Mensch, du bist eine kleine Quietsche. Oh, hier ist Eisen. Sehr schön. Dann machen wir Pflasterstein rein. Viel Wolle haben wir jetzt nicht mehr.
Nein. Das war's mit Wolle. Das sieht natürlich jetzt auch wieder aus, ne? Sehr schlimm. Gehen wir noch in die Richtung. Gehen wir gleich am Tierheim vorbei nach Hause. Und dann können wir eigentlich noch den Film gucken von der versauten Aufnahme. Guck. Dass die Hunde weg sind. Ist ja ein Ding. Na komm. Komm, wir tun jetzt einen schönen Film gucken. Film gucken. So, erstmal die Videokamera anmachen. Doch, tritt. So, ist dran. Alles klar. So, dann gucken wir uns jetzt mal so ein bisschen was aus der verschwundenen Aufnahme an. Viel Spaß. So, das war's. Ja, das waren so die kleinen Erlebnisse im Nether. Wir, ja, gehen jetzt ins Bett. Komm her, Katze ohne Name. Du hast immer noch keinen Namen, ne? Du brauchst jetzt bald einen Namen. So. Ja, gute Nacht.